Was geht ab, ihr Fans? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer ist der Spion? Heute mit einer Special Edition. Wir sind nämlich 6 Personen, das heißt, es gibt heute 2 Spione. Jeder schaut sich gleich auf dem Handy das Wort an. 2 Leute kennen das Wort nicht und müssen sozusagen herausfinden, um welches Wort es geht und dürfen dabei nicht auffliegen. Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Let's go! Nummer 6, hast du schon mal mit dieser Person was zu tun? Ja. Nummer 2, kennst du die Person? Mhm. Nummer 4, kennst du sie? Ja. Nummer 3, hast du die Person dieses Jahr schon gesehen? Nein. Nummer 5, warst du schon mal da? Ja. Nummer 2, schmeckt das gut? Eigentlich nicht. Nummer 1. Ja. Ich war warum? Magst du ihn? Nein. Okay. Nummer 3, woher kennst du die Person? Habe ich schon öfter gehabt. Nummer 6, warst du auch außerhalb Deutschlands schon mal da? Nein. Okay. Nummer 2, wie alt ist die Person? Mittleres Alter. Person Nummer 3. Person. Person. Woher kennst du ihn? Woher kennst du? Ja, weil ich dahin musste. Warum? Ich musste halt dahin. Nummer 4. Ja. Hast du es dort gemocht? Kommt, ja, schon. Nummer 6. Würdest du wieder das machen? Nein. Nummer 1. Wie lange hattest du mit der Person Kontakt? 12 Jahre. Nummer 5. Wie lange hast du mit dieser Person Kontakt? auch 12 Jahre. Nummer 4. Wie sieht die Person aus? Schön. Ich habe meine Tendenz. Nummer 2. Ist größer oder kleiner als du? Boah, viel größer. Okay. Einmal bitte abstimmen, Spieler 1. 4. Also definitiv 6. 100% 2. Ich sag auch 2, safe. Das hat gar keinen Sinn gemacht, 6 zu nehmen. Vielleicht sind es 2 und 4 und du machst jetzt auf ihn, weil er eh raus ist, damit wir dich nicht nehmen. Ich mach auch erstmal 2, weil das ist offensichtlich. Ich sag auch 2. Ja, ich bin. Ja. Ich bin nervös geworden, erste Runde. Ja, du musst doch das Spielfeld bitte verlassen. Nummer 4. Ja. Hattest du gern mit dieser Person zu tun? Nein. Nummer 3. Wann gehst du da wieder hin? Ich hoffe nie wieder mehr. Nummer 4. Mhm. Wolltest du schon mal diese Person werden? Nee. Nummer 1. Könntest du das jetzt gerade kontaktieren? Nein. Über Umwege vielleicht. Nummer 4. Mhm. Hast du nur eine Person kennengelernt oder mehrere? Mehrere. Nummer 5. Willst du das besitzen? Das kann man nicht besitzen. Ah. Okay, abstimmen. 100% die 4. Boah, ich dachte auch 4, aber irgendwie sage ich jetzt 5. Ich sage aber auch 5. Die wollen mich raushauen. Ich kann es nicht sein. Hä, 4. Aber ich dachte auch einfach 4. Scheiße. 4 und 5 haben 2 Stimmen. Ich bin die ganze Zeit eigentlich für 4. Scheiße, Mann. Das ist der Spion. Ich wusste Rex-Mord. Keine Ahnung. Mordpol oder so? Ich glaube, deswegen. Lehrer. Was sagst du? Ja. Ex-Freundin. Aber warte mal. Lehrer oder Lehrer. Schule? So, es ist das obere. Ja, das Schule. Wort war Schule. Ich habe an Lehrer gedacht. Okay. Das heißt, alle kriegen einen Punkt, außer die Spione. Ja, lecker. Im Krieg, wenn zwei so. Achso, sorry. Frage an Person Nummer 6? Ja. Aber du musst es anders herausfinden, ob die Person das Wort weiß. Das ist jetzt nicht, okay. Wer wird Millionär hier? Okay. Er kommt mit Krieg. Person Nummer 6. Warst du schon mal da? Ja, klar.
Spieler Nummer 1. Magst du es da? Ja. Spieler Nummer 5, hast du damit schon mal was zu tun? Ja. Spieler Nummer 4, kennst du da Leute? Ja. Spieler Nummer 3, magst du das eher in Rot oder in Blau? Gute Frage. In Blau. Spieler Nummer 3? Du musst... Sehr schön. Ja, man, sein Schild sieht man auch nicht. Spieler Nummer 2, warst du auch außerhalb Deutschland schon mal da? Nein. Spieler Nummer 5, ist es groß oder klein? Riesengroß. Spieler Nummer 1, was wird da behandelt? Dienstleistung. Spieler Nummer 6, wie war deine Erfahrung bisher damit? Ganz gut. Okay. Spieler Nummer 4, ja. Wann warst du jetzt da? Ich verallgemeinere es, da es uns zu einfach ist, dieses Jahr. Spieler Nummer 2, ist es besser, wenn du da krank oder gesund hingehst? Auf jeden Fall gesund. Spieler Nummer 5. Haben Sie das? Sind Sie da? Warum sitzen Sie mich? Ich hab das. Ich hab das. Spieler Nummer 4. Ja. Hast du viel damit zu tun? Ja, sehr, sehr, sehr. Ja, das hat mich überzeugt. Aber vielleicht auch den Spielern überzeugt. Abstimmung. 6. Nummer 6. Boah, ja, ich finde deine Augenbrauen, die zucken ganz lustig. Deswegen ich glaube auch. Spieler Nummer 6. Spieler Nummer 2. Ich habe gar keine richtige Ahnung, aber wir haben jetzt 2x6. Das heißt, die können in einem Team spielen, also Nummer 2. Ja, auch 2, sorry. Ich bin eh auf Spieler 2 hinaus. Okay, ich bin nicht. Ja, da musst du raus. Ihr Wichser, Digga! Er muss raus, obwohl er nicht der Spieler ist. Zweimal gefickt. Digga. Was laberst du? Zweite Runde geht los und 2 Minuten. Nummer 6, so. Findest du das auch besonders günstig? Nicht so. Spieler Nummer 4. Ja. Welche Farbe hat es? Wäre zu auffällig, es zu beantworten, aber seine Antwort hat eigentlich ganz gut darauf gestimmt. Okay. Stark. Spieler Nummer 5, hat deine Mama was damit zu tun, wenn du ganz weit denkst? Ja. Okay. Spieler Nummer 1, gibst du Essen und Trinken? Ja. Spieler Nummer 5, würdest du das in Rot nicht besser finden? Nein. Spieler Nummer 3, muss man da stehen, sitzen, liegen oder was? Sitzen. Okay. Spieler Nummer 4. Ja. Was würdest du da mitnehmen? Gar nichts. Spieler Nummer 3. Was würdest du da mitnehmen? Papier, Stift. Spieler Nummer 1. Ja. Willst du da demnächst schnell hin? Wäre auch bei mir auffällig, glaube ich. Jetzt abstimmen, ne? Ja. 6. Ich glaube auch 6. Ich sag Nummer 3. 6. Was? Digga, dein Ernst, Digga? Keine Ahnung, Mann. Dann 3. Okay, du hast 3, du hast 3 Stimmen. Okay, bist du der Spion? Ich bin der Spion. Du Wichser! Ich hab doch gesagt, Digga! Hast du einen Guess, wo du denkst, dass es ist? Krankenhaus. Okay. Verrät. Noch ein Spion ist drin. Okay, Nummer 5. Könntest du dir vorstellen, auch mal irgendwann da zu sein? Da zu sein, ja. Ich war ja schon mal da. Aber auch nicht mehr. Nummer 3. Wie viele Personen aus diesem Raum haben was damit zu tun? 3. Also eigentlich fast alle. Er ist es nicht. Aber das macht gerade gar keinen Sinn. Oder einer von euch ist richtig gut. 10 Sekunden noch. Ja. Mach jetzt! Okay, Ozan. Ja. Spieler Nummer 1. Verdienst du damit Geld? Ja. Okay. Die Runde ist vorbei. Immer noch 5 würde ich jetzt tendieren, aber macht eigentlich keinen Sinn. Ja. Ich würde auch 5 sagen. Aber es sind ja nicht mal. Aber ich weiß nicht, die steht ich so gut. Ich weiß auch, ja. Spieler Nummer 1. Ich auch. Jetzt müssen wir nochmal abstimmen. Ich sag doch 4. Ich sag doch 4, weil er hat sofort das Wort erkannt, wegen meiner Frage. Aber dann kann ich es doch einfach droppen, dann habe ich eh gewonnen. Aber ja. Das mit der Frage mit Rot und Blau, das war schon heftig. Am Anfang war das, ne? Ja, okay, das darfst du so bedenken. Deshalb habe ich auf ihn komplett gar keine Dings da. Aber ich habe ja ihn auch gefragt, ob er das in Rot besser finden würde und dann meint er auch auf Ja, aber das ist doch schlau, weil er auf meine... Ich sag auch 5. Ja, stimmt, auch 5. Ja, 5. Ja. Okay, wir haben's. Hast du gesehen, wie schnell die mich genommen haben? 5. Wir haben dich überschritten. Ich bin nicht der Spion. Es geht noch weiter. Wie ist es geht weiter? Was laberst du? Ich wollte nicht... doch 3.
Aber du kennst eh das Wort, ne? 5 ist raus. Ja. Kennst, was ist es? Versicherung? Nein! Oh, oh, ist es. Shit. Büro? Versicherungsbüro? Nein. Nein. Allianz? Ja, du hast verloren. Du hättest die beiden raushauen können. Ich dachte, es geht weiter, Digga. Ein hätte auch weiter. Du hast dich aber gefreut. Nein. Spiel Nummer 4. Ja. Machst du das jeden Tag? Ja, noch nie. Spieler Nummer 2. Würdest du es in die Mikrowelle tun? Geht das überhaupt? Nein. Also, nein. Ja, hast du das schon mal gemacht? Nein. Noch nie? Nein. Nummer 6. Isst du das gern? Nicht so. Spieler Nummer 3. Wie teuer ist es? Ich weiß nicht, ich habe das noch nie geholt, aber ich schätze mal jetzt nicht so teuer. Spieler Nummer 1. Mhm. Wo kann man das machen? Wo man will. Okay, einen habe ich schon. Nummer 5. Wo würdest du das am liebsten machen? Im ganz weiten, offenen, unruhigen Raum. Oder nicht Raum, aber Bereich. Okay, dann okay, habe ich. Spieler 6. Kann man da drauf Handstand machen? Boah, nicht wirklich. Spieler Nummer 2. Welche Farbe hat das? Kann unterschiedliche Farben haben. Spieler Nummer 6. Nee, ja. Wobei, bei dir bin ich mir auch relativ sicher. Das will ich hier nochmal bestätigen. Kam das bei Baywatch vor? Nein. Oh, okay. Dann habe ich mir jetzt. Ich muss dazu sagen, ich habe Baywatch nicht geguckt. Aber ich weiß, worum es geht in dem Film. Deswegen. Okay. Spieler Nummer 4. In welcher Farbe hättest du es am liebsten? Ich will es gar nicht machen. Gar kein Interesse dran. Hä, machen oder haben? Das ist ein Unterschied. Okay. Spieler Nummer 1. Warum freust du dich auch nicht? Warum freust du dich nicht? Ich dachte, wieso schießt er da drauf, Digga? Bitte abstimmen. 5. So random. Also 2 ist sehr wahrscheinlich. 2? 1. Ja, ich glaube auch 2. Nummer 1 safe. Nummer 1. Bin auch safe, Nummer 1. Wie? Also, soll ich einfach raus? Ja, geh einfach raus. Aber du warst es, ne? Ja. Okay. Nächste Runde startet jetzt. Spieler Nummer 6. Würde dir das stehen? Ich glaube nicht. Spieler Nummer 3. Wann hattest du das letzte Mal? Noch nie gehabt. Spieler Nummer 5. Kann man das in Hamburg machen? Ich habe es noch nie in Hamburg gemacht, aber ich könnte es mir vorstellen, aber nicht auf natürliche Art und Weise. Mm. Spieler Nummer 6. Ja. Macht es Spaß? Ja. Spieler Nummer 2. Hast du es schon mal außerhalb Deutschland gemacht? Ja. Spieler Nummer 3. Was ist so die Farbe, mit der man das am besten assoziiert, in Verbindung bringt? Boah, ich weiß gar nicht. Ich denke mal weiß wegen der Hitze. Spieler Nummer 6, wie lang ist es ungefähr? 3 Meter? Warum frag mich ganz selten jemand? Spieler Nummer, ja. Was bist du denn? 4? Ja. Macht es dir Spaß? Nein, wie gesagt, ich würde es auch nicht machen. Spieler Nummer 2, ja. Würdest du es auch mit Nala machen? Eigentlich nicht. Warum man nur eigentlich? Auf den könnte man machen. Ach so, damit es hier besser geht so. Okay. Aber eigentlich nicht. Abstimmen. Wen nimmst du? Boah, ich bin mir ziemlich sicher, dass es. Nein. Nummer 6 ist. Also eigentlich dachte ich 5, weil er die Frage mit diesem in einen ruhigen Raum gesagt hat. Du musstest nicht umdenken, was er gesagt hat. Er hat es ein bisschen komplizierter ausgedrückt. Spion auf falsche Fährte. Ne? Okay, aber deshalb habe ich auch ganz nett auf ihn versucht, Fragen zu stellen. Deshalb denke ich auch 6. Ich denke 2. Ich sage einfach 2 jetzt. Dann sage ich Nummer 6. Ja, okay, Jungs, wenn es. Ja, Digga, ich hab doch gesagt, Digga! Ja, Junge, Digga! Kennt ihr das Wort? Er hat die Möglichkeit, das Wort Surfen. Scheiße. Surfen ist richtig. Da stand doch irgendwas mit Rettung oder so. Also Nummer 6 geht 2 Punkte, weil er das Wort erraten hat. Und wir machen weiter mit der nächsten Runde.
Okay, Spieler Nummer 2. Welche Farbe fällt dir zuerst ein, wenn du daran denkst? Eigentlich blau, aber eigentlich nicht. Warst du schon mal da? Spieler Nummer 6? Ich war durchaus schon mal da, ja. Spieler Nummer 1, magst du es da? Ich war noch nie da, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Nummer 5, würdest du da nochmal hin? Wieso nochmal? Das heißt, du gehst ja davon aus, dass ich schon mal da war. Und du hast recht. Ich gehe davon aus, dass du die ganze Welt schon gesehen hast. Ja, ich mag das. Spieler Nummer 3, kennst du Leute von da? Ja, Spieler Nummer 4. In welchem Kontinent ist das? Das wäre zu auffällig zu sagen. Du willst nur herausfinden, worüber wir reden. Hä, du hast meine Frage nicht beantwortet. Das wäre zu auffällig, das zu sagen. Deswegen sage ich dir jetzt einfach ein falsches Kontinent. Damit alle wissen, Afrika. Okay, Spieler Nummer 3. Oh, wie mache ich das denn? Wenn du... Oh, warte mal. Sag mir mal bitte einfach random irgendeinen Fußballspieler. Ohne es zu auffällig zu machen. Ja... Das kann das nur auffällig war sein. So stark. Das war richtig stark. Aber ich will das nicht so auffällig machen, Digga. Jetzt, weil du gesagt hast, Afrika. Aber der ist so ein Versicherungsbetrüger. Aber dann checkt man das doch. Digga. Ja, ja. Egal. Aber das oder ist nicht? Blöd. Nee, das checkt man dann ehrlich, wenn ich ja, das okay. sage. Dann weiß man genau das Land. Ja, okay. Nummer 1, würdest du da gerne mal hinwollen? Ja. Nummer 6, womit verbindest du dieses Wort? Viele Sachen. Schule. Okay. Hä, wo warst du? Nummer 6. Ich glaube auch Nummer 6. Schule? Ja. Ah, okay. Sorry, ich habe nicht über Umwege gedacht, aber okay. Aber trotzdem Nummer 6. Ich sag 4. Ich sag irgendwie Nummer 1. Weil er hat Nummer 6 genommen. Nummer 3. Bin auch für Nummer 1. Weil die anderen haben es verstanden, was ich damit gemeint habe. Also für dumme Menschen, die hätten so reagiert wie ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin. Aber ich habe erst danach verstanden, wer wollte danach. Am meisten. 2-2. 1 und 6. 1 und 6. Ja, wir dürfen abstimmen nochmal, ne? Ihr beide. Ihr also dann, wir beide dürfen. Ihr beide dürfen entscheiden. Nochmal. Ich nehme dann. Ob 6 oder 1? Hey, ich nehme 5. War 6. Hä? Okay, aber so. das macht aber gar keinen Sinn. Ja, und 1. Okay, 1. Nein, ist es nicht. Nein. Digga, sag doch. Ja, aber er ist es auch nicht. Ich bin es auch nicht. Ja, dann, Digga, dann muss das einer von euch beiden sein. Ich schwöre, ihr seid solche Versicherungsberater. Komm. Zweite Runde, ab jetzt 2 Minuten. Die Menschen aus dieser Region... Warte, überredet mit mir. Ja, genau, Nummer 6. Mach das noch auffälliger. Ja, okay. Haben Sie die gleichen Die Menschen Augen? Aus dieser Region. Haben Sie, ja, komm. Haben Sie die gleichen Augen wie du? Nein. Spieler Nummer 3. Wie viele verschiedene Farben hat es? Was? Wie? Ja. Was? Das reicht schon als Frage. Aber ist das dann nicht auffällig? Nein. Für Ami ist alles auffällig. Ja, dann sage ich 3. Ganz klar. Okay, welche Farben hat die Flagge? Hier. Schwarz, Rot, Gold. 3, ist doch richtig gewesen, oder? Nummer 2, kann man das in Deutschland zum Frühstück essen? Auf den, ja, kann man schon. Also es gibt bestimmt Spezialisten, die das machen. Ja. Ist es dein Lieblingsgericht, einer dieser Sachen dort? Ich? Ja. Ich esse das schon oft, würde ich behaupten. Also eigentlich brauchen wir keinen Spezialisten dafür. Ja, aber es gibt Nummer 5, am Airport haben wir uns diese Spezialität mal geholt. Ja, dann kannst du es nicht sein. Das ist übertrieben lecker. Ja. Nummer 2, zu welcher Tageszeit isst man es? Mittags. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, mach dich den gleichen Fehler nochmal. Ich sag 2. Ich sag 3 einfach, weil es macht gar keinen Sinn. Ja, 3. Ich bin eigentlich für 2, aber wir können auch. Nächste Runde. Ja. 3. Ich bin es nicht und ich weiß es auch nicht. Und. Hä? Was? Nein. Du bist also ich bin der Spion. Ja, natürlich. Ich bin kein Spion, aber ich weiß das Wort. Die kommen von Region auf Essen. Was ist das? Ja, deswegen. Ja, wir sind so schlau. 1 Minute 8 jetzt. Spieler 2, womit würdest du es belegen? Mit Butterstandardmäßig eigentlich. Okay.
Spieler Nummer 5, womit würdest du es belegen? Mit Mettwurst. Spieler Nummer 6, kostet das über 5 Euro? Das kannst du nicht so kaufen. Was hast du gesagt? Das kannst du so nicht kaufen. Ich weiß nicht, worüber wir reden. Spieler Nummer 6, Digga, klarer geht's gar nicht. Ja. Nummer 2. Was sagt ihr? Nummer 6. Nein, Spaß, Nummer 2. Jungs, Digga! Ja, safe, Digga. Ihr wollt mich in der ersten Runde schon raushauen. Bist du da ein Spion erstmal? Ja, ich bin das Spion. Und weißt du das Wort? Digga. Cheeseburger? Wir haben schlau gemacht, dass wir geswitcht sind. Ja, ja. Ja. Was war's? Das Wort ist Frankreich. Spieler Nummer 2? Ja. Welche Farbe hat es? Ganz klar, eine Sache, und zwar weiß. Spieler Nummer 5, kann man das beim Skifahren benutzen? Ja. Okay. Spieler Nummer 1, kann man darauf ausrutschen? Wenn es zu viel auf dem Boden liegt, ja. Spieler Nummer 6, mit welchem Land bringst du das in Verbindung? Oh, mit mehreren. Das war ein bisschen auffällig. Spieler Nummer 3, wann hattest du zuletzt damit Kontakt? Noch nie, obwohl ich habe es nur einmal gesehen, sonst nie. Spieler Nummer 4. Hast du das schon mal gegessen? Nein. Okay. Spieler Nummer 5. Könntest du es dir jetzt einfach besorgen? Nein. Spieler Nummer... Hä? Ich wollte dich nehmen, aber die Frage war gut, ne? Spieler Nummer 1. Aus welchen Aggregatzustand hat es? Boah, was heißt Aggregatzustand? flüssig, fest, ach Gas. So. Also es ist nicht flüssig, es ist auch nicht Gas, dann bleibt. Sag es einfach. Spieler Nummer 3, würdest du das zu jeder emotionalen Lage benutzen? Nein, niemals. Spieler Nummer 4, aber deine Frage war richtig gut, Alter. Würdest du das nehmen? Nein. Spieler Nummer... Das ist ein bisschen unsicher, Spieler ich Nummer 6, könnte es hier im Raum sein? Nein. Ich sag 4. Ich glaube auch 4. Ich glaube auch 4. Ich glaube auch 4. Was ist mit 4? Das war schon selbstverständlich. 4 sagt auch 4. Du bist eh raus. Komm, dann sag einfach 6 dann. Er ist ja eh raus, dann nehme ich 6. Was, wenn er auch 6 nimmt? Dann müssen wir nochmal abstimmen. Wenn er sich selber nimmt? Stimmt, ja, das wird keinen Sinn machen. 6, nein, Spaß, 4. Er war's. Tschüss, Spion. Er war's. Jo oder nicht? Ja. Ja, Mann. Er hat eigentlich immer richtig geantwortet, aber und die Frage war auch richtig gut, aber... Ja, okay, nächste Runde ab jetzt. 2 Minuten. Okay, Nummer 6. Kochst du gerne damit? Nee. Nummer 2. Wann hast du es zuletzt gesehen? Boah, gesehen? Einmal flüchtig. Vor 5 Jahren oder so im Club. Deine Antwort ist das manchmal in Avocados drin? Mit wem redest du wieder? Spieler Nummer 6. Red immer nur mit mir. Ist das ein Avocado? Ja, Digga, mein Gefühl, Bruder. Ja. Nein. Ist das ein Avocados drin? Nein. Gar nicht? Ah, wie ist deine Frage gemeint jetzt? Auf den manchmal wird das importiert. Nee. Okay, dann habe ich meine Antwort. Spieler Nummer 1. Hast du schon mal gegessen? Nein. Spieler Nummer 6. Welche Marke ist deine Lieblingsmarke davon? Das wäre jetzt auffällig. Digga, das ist auch eindeutig. Spieler Nummer 3. Gibt es das in mehreren Farben? Nein. Frage. Spiel Nummer 5. Kann man das rauchen? Ja, theoretisch. Ich kenne mich mit dem Thema nicht so aus. Mehr sage ich nicht. Okay, abstimmen. Nummer 6. Nummer 6. 6. So klar, wie das 6. weiß ist. 6. Für wen stimmst du? Spieler 3. Ja, ich bin's. Digga, ich sag doch, Digga! Kennen wir das Digga, wir sind zu gut geworden, ey. Drogen? Nein. Nein. Koks? Ach, krass. Scheiße, Mann. Ja, Mann, und damit haben wieder die anderen gewonnen. Das heißt, jetzt seht ihr einmal den aktuellen Punktestand. Und das war's auch schon wieder gewesen mit den Videos, Freunde. Ich küsse euer Herz, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Es war wirklich unfassbar lustig. Und deswegen Daumen da lassen, kommentieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.